Ja, hallo und guten Morgen. Hier ist er wieder, euer Vorbootler bei der Minenarbeit.de. Ich bin heimgekehrt. Ja, ich habe jetzt das Land aus den ersten Folgen verlassen und bin nun auf meinem eigenen Kontinent. Ja, das klingt ein bisschen größenwahnsinnig, ist es auch. Aber ich zeige euch trotzdem jetzt mal so ein bisschen die Schönheiten meines Landes. Ja, als ich hier so ankam, das ist hier also eigentlich hier mein erster Spawnpoint, inzwischen schon etwas verunstaltet durch diverse Creeper-Angriffe. Als ich dann hier ankam, habe ich dann so erstmal diese Bucht entdeckt und habe sofort gewusst, Mensch, oh, das sieht aber schön aus, ja, hier bleibst du in dem Land, da fühlst du dich wie zu Hause. Ja, und da hinten, da sieht man auch schon so ein kleines Bötchen vor mir noch rumtreiben, das habe ich da irgendwann mal vergessen. Sieht sehr idyllisch aus, ich bin dann mal weitergelaufen, natürlich hauptsächlich auf der Suche nach einem idealen Platz für meinen ersten Unterschlupf. Weil ich das so gemacht habe, hier habe ich mich jetzt ja so noch umgesehen und war so völlig begeistert und dann plötzlich bin ich dann hier so runtergefallen. Ja, das war ein ziemlicher Schock. Ich konnte mich natürlich hier wieder raushangeln, aber das war also kein Problem, aber trotzdem habe ich mich natürlich völlig erschreckt. Und wie man sieht, ist das hier wirklich auch ein richtig tiefes Loch. Inzwischen ist da unten hell, weil ich da ja schon war jetzt und alles abgebaut habe. Es ist eine sehr gute Quelle für Obsidian. Ja, aber hier habe ich das so ein bisschen noch ausgebaut. Ganz provisorisch natürlich nur, um hier mal ein paar Sachen lagern zu können und mal schnell noch ein Werkzeug nachbauen zu können. Ach so, Obsidian ist natürlich, ist es ein ganz wertvoller, fast unzerstörbares Material. Also mit der Diamanthacke können wir Obsidian abbauen, aber das dauert schon eine absolute Ewigkeit. Also praktisch gesehen im Spiel ist das für jeden völlig unzerstörbar. Deswegen, also man kann es auch abbauen, das gucken wir uns dann alles in Ruhe nochmal an. Gehen wir nochmal da runter und jetzt gehe ich erstmal nochmal raus. Ich habe immer noch ein bisschen Probleme, die Tür zu treffen, weil ich hier gerade ohne GUI spiele, also das Graphical User Interface. Wer das immer noch nicht versteht, was ich hier so erzähle, das hier, das meine ich. Ja, jetzt habe ich gerade eine Fackel in der Hand, jetzt habe ich ein Schwert in der Hand. So, das kann man ausschalten. Und das finde ich fürs Videodrehen jetzt im Moment einfach schön aus. Könnt ihr selber mal ausprobieren. Es bringt ein ganz neues Spielerlebnis hier, weil man doch ein bisschen anders zielen muss. Ich renne mal den Weg so ein bisschen weiter. Den habe ich natürlich selber angelegt, das ist klar. Der war natürlich nicht von Anfang an da. Also was mache ich total gerne, so Wege bauen. Da erzähle ich später noch ein bisschen mehr zu. Hier, das fand ich auch sehr schön. So eine Art, ja, natürliche Mine. Ein natürlicher Steinbruch. Ich habe auch bisher hier noch gar nichts weiter abgebaut, weil ich das einfach so landschaftlich irgendwie so reizvoll finde. Auch mit diesem Wasser da drin, da habe ich am Anfang natürlich völlig Schiss gehabt. Ich dachte, da kommen jetzt irgendwelche Monster angeschwommen. Und ne, inzwischen weiß ich natürlich, dass das Blödsinn ist. Hier in diesem Fall ist alles sicher. Nicht nur, weil ich, was außergewöhnlich ist, im Moment gerade auf Peaceful spiele. Sonst können eh keine Monster erscheinen. Das finde ich jetzt ein bisschen gemütlicher hier, um es so zu zeigen. Normalerweise spiele ich schon ein bisschen in den normalen Modi. Gut, ist jetzt auch nicht so interessant und wichtig. Erstmal dachte ich damals, jetzt wäre schön, da auf dem Berg eine Hütte zu bauen. Und das habe ich dann auch getan. Wie man sieht, da oben ist jetzt schon was. Das ist jetzt, da laufe ich jetzt nochmal näher dran, damit man das auch sieht. Ich nenne sie die Burg Wiesenfels. Ja, die steht auf einer Wiese. Und darunter ist Fels. Es handelt sich also hier um eine äußerst originelle Namensgebung. So, da ist sie nun. Architektonisch, sag ich mal, ist das jetzt nicht so die Glanzleistung. Also im Vergleich zu den Sachen, die so andere Minecraft-Spieler unheimlich gerne bauen. Da gibt es ja die dollsten Sachen. Ne? Aber nein, das ist jetzt hier die Burg Wiesenfels. Und das ist eine natürlich gewachsene Burg. Ja, es war ja auch schon früher in den alten Zeiten im Mittelalter völlig normal, dass man sich nicht sofort auf Anhieb so eine riesige Burg dahin gebaut hat. Das wäre viel zu teuer gewesen, hätte vor allem 10.000 Jahre, naja, ein paar Jahrzehnte gedauert jedenfalls. Naja, was hat man gemacht? Man hat kleinere Burgen gebaut und diese dann, ja, weil die halt in wenigen Jahren fertiggestellt werden konnten, und hat diese dann
im Laufe der Zeit, je nachdem, welche Finanzen da so zur Verfügung standen und vor allem auch welches menschliches Material da zur Verfügung stand. Das ist so eine schöne Aussicht hier. So hat man die dann im Laufe der Zeit so ein bisschen ausgebaut. Das genau dasselbe habe ich auch gemacht. Ich habe hiermit angefangen. Dieses hier ist mein erstes Gebäude gewesen. Ja, das ist nichts Besonderes, einfach so ein eckiger Kasten. Türe rein. Und ich weiß, dass ich hier, wo ich jetzt hier so gerade stehe, also häufig genug gegen irgendwelche Viecher gekämpft habe. Das ist jetzt passiert das auch ab und zu mal, jetzt, aber nicht so häufig. Hier der kleine Garten, das ist einfach nur Dekoration hier, dieser Brunnen, den fand ich auch mal irgendwie total hübsch, den da reinzubauen. Das war auch ein bisschen tricky, weil darunter ist schon eine Etage. Also ich muss nur mal gucken, dass ich da nicht direkt schon wieder durchbohre. Man sieht, das geht also hier runter. Das habe ich im Laufe der Zeit dann gebaut. Ja, auch hier oben. Hier geht es auch nach oben. Und dann habe ich hier noch so einen kleinen Balkon. Das ist dann alles so im Laufe der Zeit entstanden. Und hier geht es dann auch raus. Das ist der erste Nebenausgang. Hier war alles noch so unbefestigt. Und ich weiß, dass ich hier also öfters auch gegen Spinnen gekämpft habe. Hier führt der Weg nach unten inzwischen. Man kann ja, also Spinnen können ja inzwischen so Wände hochklettern und alles, ne, und dann über die Mauern hochkommen. Das ist auch hier immer noch der Fall. Ja, das ist, die Burg ist nicht hundertprozentig sicher gegen Spinnenangriffe. Irgendwo gibt es immer noch Stellen, wo die einfach rüberklettern können. Das finde ich auch persönlich überhaupt nicht schlimm. Ja, im Gegenteil, ich gehe hier nämlich gerne mal nachts so ein bisschen auf Nachtwache und bin dann eigentlich ganz froh, wenn es dann irgendwie zu kleinen Angriffen kommt, dass ich ein bisschen was zu tun habe. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Deswegen bin ich da jetzt nicht so erpicht drauf, so eine Burg nun völlig hundertprozentig sicher zu gestalten. So. Da mache ich dann lieber doch andere Sachen. Zum Beispiel, ja, was wir dann auch demnächst sehen werden, ist einfach, dass ich unheimlich gerne das Land erkunde. Ja, also jeder spielt ja irgendwie ein bisschen anders. Also manche, die bauen halt riesige Sachen oder originalgetreue Dinge nach, oder andere, die mögen halt diesen Multiplayer-Modus. Und ich mag halt unheimlich gerne so auf Eroberungszüge gehen. Ich gehe zu Fuß oder auch per Boot, Schiff oder Wasserfahrzeug, auf Erkundungstouren. Ja, ja, die gestalte ich da und doch sehr extrem. Also ich spreche dann also jetzt hier wirklich von Tagesreisen. Das ist auch das Problem im Moment. Zum Beispiel, wenn ich mich hier auf so einen gefährlichen Kampf einlassen würde, im Moment, das wäre ziemlich übel, da mein jetziger Spawnpoint nicht da ist, wo ich das Video angefangen habe, sondern der ist ganz woanders. Der ist also gerade im Moment Tagesreisen entfernt. Man kann die Spawnpoints seit Beta 1.4 ja neu setzen, indem man in den Betten schläft. Das habe ich ausprobiert, ehrlich gesagt. In meinem Fall hat das noch nicht funktioniert. Ja, sehr zu meinem großen Schrecken habe ich hier drüben in meiner Kemenate geschlafen und bin dann beim nächsten Angriff hier um die Ecke doch wieder, ja, Tagesreisen entfernt aufgewacht und musste erstmal hier zurücktrampen. Gut, ist alles ja nicht so schlimm. Das gucken wir uns auch am besten in Ruhe nochmal an in der nächsten Folge. Da werden wir einfach mal das Umland meiner Burg hier so ein bisschen uns ansehen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann da wieder dabei seid und euch das auch so ein bisschen Spaß macht hier. Guckt einfach bei minenarbeit.de rein, hinterlasst einen Kommentar oder auch nicht, das ist eure Sache. Ich freue mich auf jeden Fall und bin euer Vorbudler, hoffentlich auch beim nächsten Mal. Ne? Tschüss!